So, festmachen, lockern. Aber nicht zu viel. So, noch schieb mich bitte unter das Auto. Was schieb mich unter das Auto? Ich kenne das bei Kfz, wird so schön, dass ihr hier eingeschaltet habt. Alter, wie geht's dir? Hi, danke, gut. Und selber? Ach, du bist auch nicht sauer, weil du in deinem Feiertag frei arbeiten musst. Ich krieg doch Feiertagszuschläge. Von was denn? Von dir. Ach so. Ja, ja, Massage. Was nicht soll's? Nur, ich hab mal auch anderes. Ja, was denn? Kriegst Massagen, du wirst mit in den Urlaub mitgenommen, was willst du mehr? Schöne Handtasche vielleicht. Ja, wir sind so bald im Bazar in Istanbul. Da kannst du dir eine Handtasche aussuchen. Die günstigste Variante, super. Gut und gefälscht. Das musst du auch mal erstmal finden. Ja. Wie der ein oder andere YouTuber, der rumläuft mit der Tasche. Heute geht's um den Audi A6. Ihr wisst ja, wir haben so eine Mängelliste mal gemacht. Und die müssen wir langsam abarbeiten. Und ich zeig dir, was wir heute machen. Das ist unsere Mängelliste. Wir haben ja gesagt gehabt, Bremsen vorne hin. Vorne. Da steht jetzt aber nichts mehr. Was steht? Warum sind die Bremsen weg? Ja, die Bremsen weg. Aber die Bremsen sind echt nicht da, ne? Das ist das Geile. Ich habe ja echt eine Woche auf die Sachen gewartet. Das die sind immer noch nicht ja da. Wegradiert, so. Ich habe es auf jeden Fall nicht wegradiert, aber... Passt halt, ne? Wenn jetzt einer damit nichts anfangen kann, er muss sich das Video vorher anschauen. Da, wo wir das Auto abchecken. Und ich habe ein paar Sachen besorgt und das werden wir heute auch machen. Das sind einmal die Stoßdämpfer und die Querlenker machen wir heute. Denn das sind die ersten Querlenker und dann gibt es ja noch die sogenannte Arschlochschrauben. Die werden wild, wie immer. Und darauf freue ich mich heute auch. Das werden wir jetzt machen, weil wir die wichtigsten Sachen zuerst gemacht haben. Wie zum Beispiel Android-Radio, wo ich echt... super, super glücklich bin. Das ist so geil. Das zweitwichtigste für mich war natürlich Software. Optimus Prime, sag ich mal, haben wir gemacht. War für mich auch sehr, sehr wichtig. Ich bin auch super happy. Also wir waren zu viert im Auto, waren voll mit Gepäck und das Ding hat gezogen. Hölle. Nur bei Midyear, das heißt So Tuning und nicht woanders. Glaubt es mir, ihr werdet mir danken. Wichtig. Aha. Handzeit, also unwichtig, ist hier wichtigster, ganz wichtig. Mhm. Einfach, was ich jetzt alles verbaue, zeige ich euch heute. Und ich bin auch gespannt, wie die Sachen abgehen. Ich habe ja ein Spezialwerkzeug dafür. Wir haben hier ein Audi A6 S-Line Fahrwerk hat das Ding. Das heißt, er hat sportliches Fahrwerk drunter. Das heißt, ihr müsst auch dementsprechend dieses Fahrwerk bestellen. Sonst wird das nicht komfortabel mit euren Federn sein. Also kompatibel. Sehr, sehr, sonst ist das nicht kompatibel. Nee, kompatibel. Sonst ist das nicht kompatibel. 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 Genau. Mann, ich will einmal mal klug wirken und dann geht das nicht. Ihr müsst die richtigen bestellen, sonst klappt das nicht. So. Ja. Ich habe die von Sachs bestellt. Leute, ich bin Sachs-Fan. Ich werde nicht dafür bezahlt. Hier erstmal riesen Dank schon an Febi, die mir das zur Verfügung gestellt haben. Wir haben hier einen komplett Querlenkersatz von Febi. Wir haben in so einem Satz keine Axialgelenke. Finde ich schade, weil das sind die einzigen, die da nicht getauscht werden. Ich weiß nicht, warum die das so machen, dass das komplette Satz ohne Axialgelenke sind. Keine Ahnung, frag mich nicht warum, weil Axialgelenke gehen ja auch kaputt. Aber ist nicht schlimm. Ich werde die kontrollieren, ansonsten werde ich die Axialgelenke später mit reinmachen. Das ist dann halt, egal, kriegen wir da hin. Hier sind die ganzen Schrauben, die ihr braucht. Das sind die sogenannten Arschlochschrauben. Die von Febi sind qualitativ sehr, sehr gut, die Schrauben. Eine Schraube. Ja. Nimm mal beide und guck mal, wie schwer die sind. Mhm. Hammer, ne? Ja. Lockt halt schon drauf. Das finde ich schön. Ja, das hat auch nicht jeder. Die holen wir mal raus alle. Und später werden wir das Ganze nochmal genau einstellen, was links und rechts ist. Weil ich komme auch immer durcheinander. Jetzt sagen wir mal jetzt ganz ehrlich, die Mechaniker unter uns. Wenn ihr die abbaut, tut ihr die auch immer links und rechts hin. Damit ihr wisst, wo links und rechts ist. Ich mache das immer. Ich weiß nicht warum, ich kann mir das einfach nicht merken. Muss man sich das merken? Nein, muss man sich nicht. Es wird ja immer mehr hier. Ja. So sieht dieser Satz aus, das zeige ich euch. So, zack, zack. Den können wir mal sofort abmachen. Dann kann ich euch mal zeigen, wo der reinkommt. Kommt hier rein. Das liebe ich auch immer. Schrauben immer drauf tun.
Das mache ich auch immer gerne. Sagt untere, vordere, vordere Querlenker. Da sind die oberen, vorderen Querlenker. Und da sind die oberen, hinteren Querlenker. Und da sind die Stabis. Das ist dieses komplette Set. Also das kann man so auch als Set komplett kaufen, ne? Ich würde es natürlich empfehlen, als Set zu kaufen, weil, Leute, ihr merkt es nicht, wenn diese Querlenker irgendwo kaputt sind. Das Problem bei solchen Mehrquerlenker-Achsen bei VW ist natürlich die sogenannte Arschlochschraube. Wer das schon mal ausprobiert hat, weiß, wovon ich rede. So, Eidosch, wenn wir die Querlenker machen, ist klar, Stoßdämpfer muss vorne ab. Hinten die Stoßdämpfer machen wir natürlich gleich mit. Mit Domlager natürlich, ne? Also, wir haben heute viel zu tun. Würde ich auch sagen. Was viele nicht wissen, Eidosch ist ja meine Managerin. Das heißt, alle Anfragen, die verschickt werden oder ankommen, die bearbeitet Eidosch. Und Eidosch hat ja was angenommen, wo ich am Anfang gesagt habe, Eidosch, warum nimmst du sowas an? Wo ich das gesehen habe und ausgepackt habe, habe ich gesagt, Dankeschön, dass du es angenommen hast. Das Ding ist ja der Wahnsinn. Ja. Einen haben wir schon ausgepackt, aber wir packen jetzt einen zusammen aus. In der Werkstatt ein Sessel, was 70 Kilo wiegt, das bringt nichts, Eidosch. Der muss mobil sein, deswegen werden wir den ein bisschen modifizieren später. Wir dürfen echt keine Kratzer reinmachen. So kommt das Ganze an. Das sieht doch gut aus. Ja, ist ein bisschen wenig jetzt, ne? Ne, da ist ja schon zusammengebaut. Das heißt, ihr könnt den auch einzeln so holen. Zack, so. Den müssen wir gleich nur so schön einstellen. Aber du siehst die ganzen Motoren und so, ne? Also Technik vom Feinsten hier. Da, hier ist super. Mach mal, schieb mal bitte. Schieb mal. Ja, noch mehr, hier rüber. Wow, wie leicht. Ich habe nur ein bisschen geschoben. Ja, und jetzt ist der fest. Hier haben wir die Anschlüsse. Was sind das für Anschlüsse jetzt? Das sind die elektrischen Anschlüsse, weil hinten bewegt er sich ja auch. Hier sind auch nochmal Motoren drin. Darum auch so schwer. Und jetzt müssen wir den einmal hier rein. So, das war's schon. Zack, drauf. Also die Anschlüsse sind auch hochwertig. Ne? So, zack, zack. Könnt ihr auch schön verschwinden lassen. Dann haben wir unseren elektrischen Anschluss. Und das andere einfach hier wieder zu. Weiter schon. So. Ah, jetzt sitzt der. Jetzt sitzt der richtig. Wow. Ich will die anschließen. Nein, jetzt werden wir den erstmal modifizieren. Oh. Bevor wir den anschließen. Ja. Genau, weil wir können den jetzt überhaupt nicht bewegen. Oh, das ist ja noch schwer. Die Füße werden wir abbauen und werden da vernünftige, gescheite Rollen einbauen. Hauptsache, es ist gerade, weil sonst geht er irgendwo hin. Wow. Siehst du die LEDs schon oben? Oh. Ah, ha? Hier, guck mal. Ah. Hey, ist das nicht cool? So. Perfekt. Zack, zack, viermal, vier Sicherungen und er bewegt sich keinen Millimeter. Und jetzt kommt das Wichtigste, Leute, die Funktion, ja. Weil wir haben es extra nicht getestet. Ja. Natürlich funktioniert das. Oh mein Gott. Wenn ihr jetzt nur noch diese Blickwinkel habt, bei Kfz zu ziehen, nein, das ist kein neuer Trend. Eidosch, ich weiß, was ich sitze hier drin. Eidosch sitzt nur noch da und filmt mich von da. Also diesen Blickwinkel immer merken, dann wisst ihr, dass Eidosch sitzt oder nicht. Oh. So kann man doch arbeiten, oder? Zwischendurch mal sich hinlegen. Hat. Also ich werde jetzt nur noch, schieb mich bitte unter das Auto. Schieb mich unter das Auto. Mach. Ey, ja, guck mal, schieb ich könnte dich jetzt da drunter schieben. Soll ich ja machen? Schieb mich bitte unter das Auto. Machen? Er braucht einen Ölwechsel, dann mache ich Ölwechsel. So. Oh mein Gott. Okay, was ist das? Oh. 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 So, Lendenwirbel. Lendenwirbeleinstellung. Ah. Stellt sich mein Kopfkissen gerade ein. Ja. Oh. Jetzt ist die, glaube ich, an. Jetzt war die aus, jetzt ist sie an. Ja, merke ich schon. Ist von Valencia. Home Theater City. Ja. Jetzt brauchen wir in der Werkstatt ein Fernsehen, Alter. Ja, USB-Anschluss habt ihr auch. Ne, wenn ihr so irgendwas aufladen wollt. Tränkehalter sind beleuchtet. Und hier kannst du jede Menge Getränke rein. Tu mal Hand weg.
Ja, und dann haben wir noch die Mittelarmlehne. Und das Geile ist, Dankeschön an Valencia. So, jetzt müssen wir nur noch ganz kurz. Kurz? Na, die schwere Arbeit haben wir hinter uns, jetzt machen wir die leichte Arbeit mit dem Querlenker. Du solltest dich aber allerdings nicht so oft hier draufsetzen. Ich bin mal gespannt, ob wir die Arschlochschraube gut kriegen. Das ist sehr, sehr wichtig. Sonst, die anderen Sachen sind nicht so wild. Hier eins, hier zwei und hier drei. So müssen wir ein bisschen hier uns ein bisschen Platz schaffen, damit wir das Ganze rausholen können. Aber ist kein Problem. Wir fangen auch direkt mit der Arschlochschraube an. Erstmal Rostlöser. Also das Problem ist, sehe ich schon, hier drüben mit Zackab zu arbeiten, das wird nicht klappen, Mayrosch. Echt? Ja, weil das hier genau davor sitzt. Wer weiß, vielleicht haben wir ja Glück. Wer weiß. Wir haben ja dieses Spezialwerkzeug von Zackab. Ne? Jetzt probieren wir mal, ob wir den da auch machen können oder nicht. Und sehe da, nein, wir können den hier nicht machen. Nein. Weil? Das geht nicht dran, ne? Genau. So Achsschenkel, das stört komplett. Also zack ab, können wir gar nicht hier machen. Oh, okay. Und jetzt machen wir mal Trick 17. Trick 17 ist nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten. Eieiei. Vielleicht klappt es ja. Ich weiß, ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden Glück haben. Was hast du nochmal gesagt? Ich dachte, wir haben Glück, aber irgendwie bewegt sich nichts, oder? Nee. Gibt es da noch ein paar andere Trick 17 Sachen so? Nee. Also das Problem ist bei dem hier, ist wirklich schlimm. Der könnte auch abbrechen, ja, so ist es. Ja, der geht einmal von da so durch hier rein. Also wenn ich da noch ein bisschen mache, das Ding wird da auf jeden Fall abbrechen. Hm. Die machen da erstmal richtig schön sauber. Das heißt hier dieses ganze Schmutz, was hier drin ist, ne, das müssen wir erstmal alles rauskriegen. Oh, Mann. Da setzt sich ja auch einiges ab wahrscheinlich, ne? Ja. Das heißt, erstmal hier alles raus. Es wird echt hardcore. Das ist ja Alu hier. Und Alu dürfen wir nicht warm machen, ne? Also, das dürfen wir nicht machen. Das ist aber eine schöne große Bremsanlage. Finde ich voll geil. 347er vorne. Wahnsinn. Ja, wir müssen jetzt alles probieren, dass wir den halt rauskriegen, ja? Den müssen wir irgendwie rauskriegen jetzt. Da ist aber ordentlich Zeugs drin. Hm. So. Wir lassen ihn jetzt ein bisschen einwirken, Aldosch. Mhm. Machen aber schon mal hier alles ab und probieren erstmal die Seite. Vielleicht haben wir ja bei dieser Seite ein bisschen mehr Glück, was ich aber nicht glaube. Aber du weißt ja, die Hoffnung steht zuletzt. Das stimmt. Ja,
So. Wir müssen auf jeden Fall versuchen, mit der Schlagschraube so gut wie es geht zu lösen. Und dass die feinen Schläge die ganze Zeit vom Schlachi das Ganze versucht, innen drin sich zu lockern. Man kann alles probieren, was man will. Ich benutze gerade hier Interflon, was ich für die Glühkerzen benutze. Vielleicht haben wir Glück. Es kriecht sich irgendwie da rein. Ich weiß es nicht. Aber wir müssen auf jeden Fall warten. Wenn es gar nicht geht, würde ich das Ganze nochmal einsprühen und über Nacht einmal warten. Dass wir das morgen nochmal versuchen. Mhm. Ja? Weil hier zum Beispiel ist das genau das gleiche Prinzip. Hier haben wir auch nicht so viel Platz. Doch, hier hätten wir Platz gehabt. Aber da drüben haben wir keinen Platz. Wenn die Schraube hier wäre, dann hätten wir das von hier rausgedrückt. Das ist wegen diesem gebogenen Teil hier, oder? Mhm. So, festmachen, lockern. Aber nicht zu viel. So. Ne, das war schon. Der ist schon mal hier abgebrochen. Ja. Mein Gott, dass die Dinger sich so festsetzen, ja? Das ist schlimm. Ja. Da brauchen wir hier gar nicht machen, weil hier bitte auch abbrechen, Alter. Viele haben mal hingeschrieben, einfach Schraube und das Ding zur Seite ziehen. Was sagst du dazu? Wir werden jetzt den quasi und dann werden wir den gleich versuchen hier rauszupressen. Aber dafür müssen wir den einmal hier stabilisieren. Mhm. So Unterlegscheiben, ich würde sagen 1 mm, mehr als 2 mm sogar, hier rein. Der ersten hier rein. Und den anderen machen wir sofort nach hinten. So, wenn wir den gleich hier pressen, nicht, dass wir hier zu nah kommt oder auseinander geht und dann irgendwelche Risse entstehen. Mhm. Deswegen. So, jetzt probieren wir einfach mal mit Liebe. Hier ist jetzt wichtig, ob der sich hier bewegt oder nicht. Lass mich mal hier hin. Oder das gleiche passiert hier auch und der bricht ab. Das kann auch passieren. Das ist hier wichtig. Wenn der sich hier bewegt, dann haben wir gewonnen. Ich sehe bisher keine Bewegung. Ja, ja, jetzt muss er erstmal hier zusammen. Guck mal, der ist fest. Der ist fest, das heißt, der drückt sich erstmal hier erstmal zusammen. Mhm. Und wenn es da nicht mehr geht, kann sein, dass wir den hinten rausdrehen können. Boah, Alter. So. Abgebrochen. Jetzt haben wir den hier auch abgebrochen. Oh oh. Jetzt haben wir auch. Oh. Der wird Spaß machen. Ja, irgendwie wäre es ja auch zu leicht gewesen, wenn alles geklappt hätte. Was machen wir? Also echt immer diese Probleme. Einmal zack ab, funktioniert nicht. Siehst du, ich war schon voll verwöhnt. Ich habe gesagt, geil, immer zack ab, kein Problem. Aber egal, wir überlegen uns was. Ist doch kein Problem. Genau solche Sachen liebe ich. Nachdenken, machen und dann glücklich sein. Das werden wir machen. Ein Tag ist vorbei und es sieht nicht besser aus. Die Schraube muss raus. Ich habe geguckt, das Ding kostet mit Steuern alles drum dran, ca. 500 Euro. Wir brauchen natürlich in dem Fall zwei, die andere Seite geht auch nicht raus. Deswegen werden wir jetzt irgendwas probieren. Habe ich so noch nie gemacht. Ich kann nicht sagen, ob es gut geht oder nicht. Alu-Schenkel bis wie viel Grad? 200 Grad. Darf man warm machen, sonst wird es kritisch, ne? Irgendwie sowas war da. Werden wir erstmal nicht machen. Hier ist der noch ganz. Ah ne, hier ist auch nicht ganz. Das hat man ja auch schon probiert gehabt, stimmt. Das Ding ist ja auch abgebrochen. Da werden wir jetzt Folgendes machen. So eine Mutter werden wir draufschweißen, so dass dieser Zack-Up hier drauf kommt. Das ist sehr, sehr wichtig. Der muss hier rein. Der muss hier reinpassen. Und wenn wir das machen, brauchen wir natürlich Gewinde. So ein Gewinde, was hier reinkommt, abschneiden und das Ding versuchen so rauszuholen. So ist der Plan. Ob es klappt, wissen wir nicht. Wir haben nichts zu verlieren, von daher alles gut. Probieren macht schlau, sagt man.
Jetzt brauchen wir zwei Mutter, was wir draufschweißen. Der muss ja hier rein. Siehst du? Der kommt nicht hier rein. Also was machen wir? Ist ja nicht schlimm, das ist gut. Das werden wir jetzt ein bisschen so flexen, ne? So habe ich das einmal rund geflext, so dass wir jetzt hier reinkommen können. Verstehst du? Jetzt werden wir den Eimer schweißen und wir hoffen mal, dass wir den Achsschenkel dabei nicht verletzen. Aber glaube ich nicht, weil wir genau auf der Schraube sind. Das machen wir jetzt so lange hier. Wir machen das am besten auch so, wenn es schon richtig warm ist. So, wir machen den jetzt erstmal drauf. Und das ist jetzt wichtig, Ero. Da musst du erstmal nah dran kommen. So. So, dass er richtig drauf sitzt, siehst du? Das wollten wir machen. Jetzt sind wir drauf. So, das ist jetzt sehr, sehr wichtig, damit beim Pressen das Ganze nicht kaputt geht. 22er Ratschenstücke. So. Am besten ganz easy. So, und jetzt mal schauen. Leider nicht. Die Idee war gut. Hat nicht geklappt. Aber Hauptsache, wir haben schöne Sitze. Noch ist nichts kaputt, das ist das Gute. Ich habe da jetzt nie irgendwie was kaputt gemacht oder so. Beim Schweißen haben wir nur die Schraube gemacht. Also da wird jetzt auch nicht die Festigkeit oder so kaputt sein. Das auf jeden Fall nicht. Ich würde es gerne so oldschool-mäßig rausholen. Was meint ihr? Wie soll man das rausholen? Gib mir Tipps. Wenn nicht, muss ich in den sauren Apfel beißen und das Ding neu holen. Dann kommen die Radlage auch neu rein, ist klar. Meine Philosophie ist hoffnungsloses Retten. Austauschen ist zu einfach. Ich weiß nicht, ich bin auch ein bisschen ratlos jetzt. Ihr seht ja alles, was wir verbauen hier. Stoßdämpfer von Sachs kommen rein. Dann haben wir hier nochmal ein Riesenpaket von Febi. Hier nochmal ein Riesendankeschön an Febi. Ich werde es noch nicht auspacken, aber ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was ich alles noch da einbauen werde. Ja, ich habe die Lichter schon aus. Wir haben Feierabend. Leute, in den nächsten Videos wird es auf jeden Fall ein Gewinnspiel geben. Also eins kann ich euch verraten, es wird eine Powerbank sein. Die werde ich verlosen, einfach als Dankeschön. Und dann gibt es nochmal einen 200-Euro Gutschein. Von welcher Firma? Da sind wir noch am Quatschen. Aber da wird sich auch der eine oder andere freuen. Das wird auch noch kommen. Da werde ich aber natürlich noch nichts sagen können, weil wir noch Verhandlungen sind. Normalerweise könnte ich mit 200 Euro halt Sachen kaufen, Autoteile und so kaufen. Brauche ich nicht. Und deswegen werde ich das Ganze verschenken und die Werbung so raushauen. Das werde ich euch dann geben. Gedore hat ein Spezialwerkzeug dafür, wo man das durchbohren kann. Haben die leider auch nicht da. Müsste man bestellen. Dauert aber ein paar Tage. Ist auch wieder ein Problem. Bleibt gesund. Das ist das Wichtigste. Das Auto kriegen wir wieder hin. Und ich bin nicht so irgendwie traurig wegen dem Auto oder so. Ne? Gottes Willen nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie es heißt, Arschlochschraube abbauen. Nein, Arschlochschraube versuchen abzubauen. So muss das heißen. So, ich mach Feierabend. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ihr Kraft. Bis dann noch rein. Ciao.